Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's nochmal Rola Beauty. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar war ich heute kurz im Woolworth und habe mir ein paar Sachen eingekauft. Das war jetzt einfach nur ein Zufall. Und dann habe ich mir gedacht, ich drehe so ein kurzes Video für euch, um euch zu zeigen, was zurzeit im Woolworth gibt oder was ich eigentlich eingekauft habe. Ich will jetzt nicht so viel quatschen. Wir legen jetzt direkt mal los und wir fangen direkt mal an. Und zwar habe ich mir dieses hier gekauft. Das waren jetzt in den Abteilungen, Pyjamas Abteilung. Das ist so eine, so grau, alt rosé. Das ist so eine, wie ein kurzes Nachthemd. Das ist so eine richtig dünne, weiche Stoff. Diese Oberteil hat 4,99 Euro gekostet. Ich habe hier die Größe L. Eigentlich nehme ich immer Größe M oder S, aber es gab es ja nur in Größe L. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme die trotzdem mit, weil das ist so ein fluffiges Stoff. Dann habe ich mir zwei Leggings gekauft. Das ist einmal dieses hier mit diesem Schrift hier drauf. Das ist jetzt ein schwarzes Leggings mit weißer Schrift. Da, diese Leggings hat 5,99 Euro gekostet. Also vom Stoff her, ich hatte schon letztens eine in dunkelblau und in schwarz gekauft. Und die Stoff finde ich ganz schön. Jetzt habe ich mir nochmal zwei Stück gekauft, aber mit unterschiedlichen Schriften. Also das ist der zweite hier. Auch mit einer anderen Schrift drauf. Schwarz, ich glaube, ihr seht das. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Der hat auch 5,99 Euro gekostet. So, dann habe ich mir noch so eine Pyjama gekauft. Das ist so eine Babyblaufarbe. Ich weiß nicht, blau. Ich finde die Farbe ganz schön. Ist so ganz einfach, ein einfaches Ding so. Und hier, ich fand mit dem Ärmchen ganz schön süß. Und hier ist auch noch so eine Schrift drauf. Ups. So eine kleine süße Schrift drauf. Oh lala steht drauf. Und dieses hier hat 9,99 Euro gekostet. Ich habe hier noch die Hose noch von dem Oberteil. Der ist auch ganz schön. Hier unten hat er auch den gleichen Schnitt sozusagen und dieses blaue Stoff drauf. Das sind also zwei Teile für 9,99 Euro. Dann habe ich mir noch so ein BH. Ich habe noch nie vom Woolworth ein BH gekauft, aber ich habe mir gedacht, ich teste mal aus. Ich weiß jetzt nicht. Das war so eine, die hat blaue Farbe. Also ich fand die Farbe sehr schön. Da habe ich mir gedacht, ich nehme die einfach. Und das ist jetzt kein Push-Up-BH, sondern so ein normales. So eine, die ist ein bisschen gefüttert, aber ich wollte mal gucken, ich weiß nicht. Umtauschen kann man eh noch. Diese BH hat 2,99 Euro gekostet. Dann wollte ich ja unbedingt für meinen Pinsel noch was haben. Ich habe jetzt die zwei hier gefunden, die zwei Teile. Ich hatte ja keine Zeit zum Ikea oder zum Poco oder irgendwo wegzufahren. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einfach die zwei mit. Das waren die letzten zwei. Ich wollte eigentlich drei Stück haben, aber die hatten ja nur diese zwei. Dann habe ich die einfach mitgenommen. Jeder hat, also ein Stück hat 1 Euro gekostet. Ich fand die auch ganz schön. Könnt ihr vom Nah gucken. Richtig schick. Die hatten das auch in größere Größe, aber ich wollte ja die zwei kleinen Größen haben. So. Das war also mein Einkauf jetzt von Woolworth für heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was rausbekommen, was zurzeit bei Woolworth abläuft oder was für Ware die haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne für einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch kostenlos abonnieren und ihr könnt mich auch auf Instagram und Facebook folgen und ich sag mal dann bis zum nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.